Herzlich willkommen. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr das Lied Old MacDonald ganz einfach ohne Klavier und Notenkenntnisse erlernen könnt. Dazu müsst ihr nur darauf achten, was ich mit meinen Fingern spiele und mir genau zuhören und schon könnt ihr es selbst erlernen. Fangen wir an. Das Lied Old MacDonald wird im Idealfall mit beiden Händen gespielt, das heißt mit der rechten Hand und mit der linken Hand. Mit der rechten Hand wird die Melodie gespielt, während die linke eine Begleitung dazu bildet. Fangen wir an. Die rechte Hand besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil funktioniert so. Dann wird der Teil wiederholt. Nun kommt der Zwischenteil. Und zum Schluss nochmal der erste Teil. Zusammengesetzt hört sich das dann so an. Das ist jetzt die Melodie. Da die Melodie alleine zu spielen sich aber ein bisschen langweilig anhört und relativ wenig Volumen dabei ist, suchen wir uns eine Begleitung für die linke Hand. Jeder, der ein bisschen was von Noten versteht, wird jetzt wissen, wovon ich rede. Alle anderen, gar kein Problem. Ihr werdet es ganz schnell lernen. Wir spielen eine akkordische Begleitung. Das heißt, in der linken Hand werden immer drei verschiedene Tasten, also Noten, auf einmal gespielt. Dabei werden verschiedene Akkorde gespielt und ich habe mir drei verschiedene Akkorde für das Lied rausgesucht. Der erste Akkord ist ein F-Dur-Akkord. F-Dur setzt sich zusammen aus diesem Ton und diesem Ton. Ein C, F und A. Der zweite Akkord ist ein G-Dur-Akkord und er setzt sich aus diesen Noten zusammen. Aus einem H, einem D und einem G. Und der letzte Akkord ist ein herkömmlicher C-Dur-Akkord, der sich aus einem C, einem E und einem G zusammensetzt. Wenden wir nun die Akkorde, die wir können, also F-Dur, G-Dur, C-Dur auf unserem Lied an. Zuerst kommt F-Dur dran. G-Dur, C-Dur. Nun nochmal F-Dur, G-Dur, F-Dur. Nun wiederholen wir das. Nun der Zwischenteil, der wird durchgehend mit F-Dur begleitet. Und wieder der erste Teil. Schon habt ihr eine Strophe von Old MacDonald. Ich spiele sie nochmal schnell und zusammenhängend, damit ihr wisst, wie es sich ungefähr anhört. Ich denke, mit diesen Kenntnissen könnt ihr das Lied in weniger als 15 Minuten erlernen. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.